Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem neuen Livestream heute mit einem Special Guest. Hallihallo, was geht? Den Dennis von Dennis Daniel kennt ihr wahrscheinlich schon alle. Ich lese mal kurz die Frage durch, die quasi, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Ja. Und zwar hat dann John Warner, denke ich mal, wird so ausgesprochen, geschrieben: Schönes Video erstmal, allerdings muss ich zum Schluss noch auf den Schluss noch eingehen. Wenn du Mode machen willst, würde ich nicht auf Blanks gehen. Das war unsere Aussage. Ich finde, für einen Einstieg sind vorproduzierte Planks selbst zum Veredeln hervorragend geeignet. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nach dem ersten Job sieht man ja, ob es für dich was ist oder nicht. Dementsprechend kannst du entweder alles komplett selbst herstellen oder es sein lassen. Das war jetzt so quasi die Aussage. Ich kann mal kurz sagen, was du geschrieben hast. Das hilft dir vielleicht nochmal so ein bisschen den Faden zu finden. Ja. Wir ticken da sehr, sehr ähnlich. Aus meiner Sicht, das ist das, was Dennis dann dazu geschrieben hat, das war meine Sicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das große Problem ist, dass es zig Startups-Brands gibt und eben mit diesen Blanks quasi starten. Allgemein ähneln sich die Artikel quasi sehr, sehr stark. Ich vereinfache das mal kurz auf die Schnelle. Ja. Am Anfang einer Brand geht es darum, aus der Masse herauszustechen, um sich einen Namen zu machen. Das geht am besten mit eigenen Schnitten, Stoffen, Details etc. Deshalb ist meine Empfehlung gewesen, wenn du es wirklich ernst meinst und weißt, dass du es wirklich willst, dass du es versuchst, von Anfang an die Produkte zu erschaffen, also eigene Produkte zu erschaffen. Genau. Da stehe ich nach wie vor genauso hinter. Ich bin der Meinung, man muss einfach, um aus der Masse herauszustechen, muss man einfach irgendwie was Eigenes oder was Neues. Irgendwie, du musst nicht das Rad neu erfinden, aber du musst irgendwie etwas nehmen und besser machen als andere, meiner Meinung nach. Um einfach rauszustechen. Wie kannst du denn, weiß ich nicht, also du bist doch nichts Besonderes in dem Sinne, wenn du jetzt einfach nur random irgendein Motiv, was weiß ich, du suchst dir was bei Pinterest oder wie auch immer, ja, malst dir irgendwas zusammen und druckst es auf ein T-Shirt. Keiner kennt dich, du bist für nichts bekannt, du stehst für nichts und hast das gleiche T-Shirt wie jeder andere auch. Also ja, es ist irgendwie, ja. Blanks sind ja auch oft... Ich meine das gar nicht negativ oder so, nee, ich finde es einfach... Es ist ja auch wirklich so und ich glaube auch die Frage zu sehen, dass man erst dadurch rausfindet, ob es was für einen ist. Ich finde, das kann man auch in dem Prozess, also ich finde nicht, dass man da wirklich sagt, okay, ich mache erstmal was Einfaches, um im Endeffekt zu sehen, ob das was ist oder nicht für mich. Entweder weißt du, dass es quasi dich bockt und du Spaß drauf hast und kannst du diesen Lernprozess, diese Kurve oder diese... einfach diese Reise bis zu der eigenen Kollektion schon genießen und feiern, sagt, okay, das ist mein Ding. Und ich finde, dass nicht nur der Release einer Kollektion dir sagt, ob das was für dich oder nicht ist. Weil für mich klingt das schnell mal so, okay. Ich finde, ab da ist vorbei. Ich finde, der Prozess ist das, was so extrem stressig ist. Genau, das ist das, was dich im Endeffekt da bringt. So. Weil ich finde, der Release ist halt im Endeffekt, klingt für mich sehr schnell so, okay, das hat diesen so Cash-Touch halt so, ne? So, wenn es finanziell sich glott, okay, geil, ich bin motiviert, was zu machen. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Viele Leute denken sich halt, hey, ich nehme so einen Rohling, bedruck den, ich release, ich bin sofort sold out, weil alle gehen immer sofort sold out. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also ja, bei meinen ersten Releases dachte ich auch, ganz früher, also da hieß es noch nicht mal Dennis Daniel, ganz, ganz früher, da habe ich irgendwie auch ein T-Shirt genommen, ich glaube Champion-Rohlinge waren das, okay, das habe die bedruckt. Und ich dachte auch, okay, jetzt ist vorbei, ich werde diesen Shop aufmachen und dann alle pure haben Eskalation. Alle haben darauf gewartet. Alle. Man ich glaube, ich hatte eine Order oder so. Vom Buddy. Ja, wahrscheinlich. Ja, das Problem ist halt, worauf wir hinaus wollten, ist ja auch, dass heutzutage einfach diese Transparenz oder diese Konkurrenz ist einfach viel gewaltiger. So, das heißt, du musst im Endeffekt, vor allem deswegen sage ich auch oft, dass man, so, wenn man einen Job macht mit Blankos, wo nur der Name Pure draufsteht, sehr, sehr schwierig ist, wenn keine Aufladung passiert ist, kein Storytelling, kein Film, kein krasses Shooting, dass du irgendwie so ein Kopfkino bei den Leuten projizierst. Selbst das bei einer anderen Brand einfach nur, also wenn es wirklich nur plain das Logo ist, auf der Brust oder sowas, es gibt einen Kaufgrund. Ja, genau. Es gibt Storytelling ist der Grund, warum ich es kaufe oder nicht. So, ne, du kaufst ja auch nur, was weiß ich, ein Saint Laurent T-Shirt, das hier Saint Laurent draufsteht, weil du, wenn du Saint Laurent hörst, irgendwie an Luxus denkst oder sonst irgendetwas. Und, Es ist wie Essentials oder Fear of God. Oder so. Essentials wurde von Fear of God gefühlt aufgeladen, dadurch konnten die Blanks haben besser funktioniert, ne, weil das Paket von den Leuten dahinter war halt crazy. Ja. Genauso wie jetzt Represent Blanks,
so, die funktionieren auch wohl ganz krass, aber Represent hat auch schon ein Standing halt, so, deswegen zahlen die Leute 80 Euro für ein Blanko-T-Shirt halt. Ja, ist so. Und das ist halt krass. Und das, was das Problem ist halt, zu der Zeit, als ich angefangen habe, ich habe ja auch mit Siebdruck irgendwie gestartet, da war noch nur nicht gar nicht so klar, ob man mit also erstens dieses Netzwerk mit Siebdrucken und T-Shirts beziehen und Blanks und so weiter, du hast Fruit of the Loom bekommen, American Apparel vielleicht, so, das waren richtig teure Dinger. Okay. Also das war halt wenig, so Pomodoro oder was auch immer, so diese Dinger dort bekommen. Und es war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, dass du bei Social Media only in den Brand aufziehen kannst. Es war ja so gerade, entstand das Ganze so. Das waren da die ersten Brands wie Represent und Co. Gab es da Instagram schon? Oder ja, ist gerade rausgekommen? Ja. Okay. Die haben schon, in Deutschland waren es ja immer ein bisschen später, aber dann hat es schon so diesen ersten Film so ein bisschen angefangen. So, okay, es könnte funktionieren, dass man die Reichweite zu einer Brand im Endeffekt nutzen kann. Und heutzutage ist es aber kein Geheimnis mehr. Und heutzutage ist es auch so, dass jeder, ich merke es ja in meinen DMs, halt durch den YouTube-Channel, durch die Hilfestellung. Jeder will eine Brand. Jede zweite, der mir schreibt, ist eine Brand, Mann. Ja, ja. So, ja, ich sehe es bei mir in den Stories auch die ganze Zeit. Ich kriege auch ständig Fragen von wegen, hey, können wir zu mit deiner Produktion gehen? Ja, ja. Genau. So, das heißt, es sind so viele, die im Endeffekt eine Brand starten, was ja jetzt per se nichts Schlimmes ist. Ne? Es ist ja cool halt so, ne? Es ist kreativ. Ja, aber ich finde, der Ansatz ist sehr wichtig. Also der Ansatz ist sehr wichtig. Machst du das jetzt wegen dem Geld? Weil du siehst, was weiß ich, es gibt so viele Instagramer oder Influencer, die jetzt voll am Ballen sind und so. Genau, machst du es deswegen, weil du denkst, ey, ich mache jetzt schnelles Geld damit und dann lebe ich ein crazy Lifestyle? Ja, ja. Oder machst du es, weil du dich wirklich kreativ ausleben willst und irgendwie Interesse an Mode hast? So. Genau, und das ist ja so, wo ich auch dann reingehe und sage so, hey, dieser Ansatz ist halt ganz wichtig, um zu sagen, okay, wenn es nur um Geld geht, dann mach Print on Demand, mach T-Shirts, die im Endeffekt irgendwelche Sprüche zu irgendjemandem passen würden, nimm dann quasi Shirtinator oder was auch immer, so Amazon Merchandising, pumpt die einfach designsmäßig, pumpt die rein, so Papa wird 40, Abi 2022. Das funktioniert auch. Also genau, das heißt, flute den Markt mit Haufen Variationen, so Best Dad Ever, so weißt du, diese hier King Queen, diese Quatsch, was jetzt quasi in der Fashion-Bubble nicht drin ist, aber das sind diese T-Shirts. Diese einfach, diese Merch-Geschichten, genau, ja, die man im Endeffekt verkaufen hat. Ne? Dann wird man wahrscheinlich mehr Geld verdienen, als wenn man versucht, mit genauso Blanks irgendeinen Namen aufzuballern oder einen Namen rauszubringen, wenn man jetzt und das als Brand deklariert, wenn man einfach zu wenig erzählt, zu wenig Film betreibt um die Geschichte der Brand, um die Kollektion und so weiter. Und entweder sind die Designs oder die Prints so crazy, dass man es noch nicht gesehen, dass sie richtig einer schlagen, sagt, okay, krass, und spricht ein bisschen das Zielpublikum an, dann kannst du einen Blank auf jeden Fall benutzen, dann kannst du vielleicht durch das Design so ein bisschen rausstechen, aber auch die Generation verändert sich so. Manche mögen gar nicht laute Designs. Genau. Also manchmal kann sein, dass du einen Design-Lucky Shot triffst und dann funktioniert es, dass die Leute Bock drauf haben. Ja. Aber oft ist es halt so, dass das Gesamtpaket kommt. Und ich finde, dass wenn du heute eine Brand startest, dann musst du auf jeden Fall Marketing verstanden haben. Du musst auf jeden Fall dir einen Plan überlegen, wie du den Film erzählst. Du musst auf jeden Fall sehr authentisch sein. Und du kannst Blanks kaufen, aber verändere sie. Ne, mach einen Cut rein, mach die irgendwie, genau, customize sie ein bisschen mehr, erzähl das gleichzeitig, was damit passiert, damit du auch einfach in der gesamten Storytelling der Brand ein bisschen dich einfach abgrenzt von den anderen halt so. Ja. Weißt du? Ich bin auch der Meinung, du kannst ja auch einfach deine eigenen Blanks machen. Also geh zu einer Produktion und sag, ey, ich will jetzt, was weiß ich, 300 schwarze T-Shirts. Ja. Und dann machst du dir deine eigenen Blanks. Was spricht dagegen? Und dann hast du auch jetzt nicht das Überrisiko oder sowas. Das Verrückte daran ist ja, dass heutzutage das ja sehr, sehr easy schon funktioniert. Du kannst ja, klar, zu meiner Zeit, musstest du 400 T-Shirts in weiß abnehmen. So. Ja. So, da war ein Design halt so. Ja. Heutzutage kriegst du schon Produktion, nee, dass die 100 Stück hinkriegen. Ja. Aber ich finde, ja gut, okay, für den Anfang finde ich aber auch selbst 100 Stück, glaube ich, schon für einige schon zu viel. Es kommt natürlich immer drauf an, welchen Price Point du unterwegs bist, so. Genau. Aber trotzdem, also. Aber du kriegst zumindest schon was customized. Oder? Ja, klar. Das ist ja schon das, was im Endeffekt funktioniert. Du lernst schon auch vor allem diesen Produktionsprozess, der ja, das Brand ist ja nicht nur ein fertiges Produkt den Kunden zu zeigen, sondern der größere Arbeitsaufwand oder diese Lernkurve ist ja vor allem, was drunter passiert. Ja. So Kollektion kreieren, der Fick mit der Produktion, klar, so diese Probleme mit dem Shipment, oh Mann, so, ne, Qualitätsprobleme, also, ja, Schnitt, klar, und so weiter. Ja, so, du weißt ja selbst, du hast ja auch genug Fehler gemacht, so einmal in der Zeile verrutscht, auf einmal kommen die Teile in falschen Größen. Ja, hundertprozentig. Und das ist ja das, was man im Endeffekt so ein bisschen miterlernt, beziehungsweise auch ja, diesen Weg halt mitnimmt.
um Endeffekt nur 3 zu. Aber genau das sollte dir Spaß machen, dieses Problem lösen und so, weil du hast 1000 Probleme, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dieses sich immer selbst verbessern wollen und immer irgendwie ein besseres Ergebnis erzeugen wollen, das muss dir gefallen. Also dir muss es gefallen, dass viele Fehler passieren. Es werden viele Fehler passieren, immer. Aber wenn du startest, 100%ig. Ja. Wenn du niemanden hast, der dir alles zeigt, 100%ig. Ja. Also das gehört auch dazu. Und das ist auch gar nicht schlimm. Es ist ja auch ein Lernprozess, ne? Weil nur dann kannst du auch stressresistent sein. Ich weiß zum Beispiel, so Ilya zum Beispiel, dem flattern immer die Nerven. Okay. Er ist halt so aufgeregt und weil er will natürlich das Beste abliefern. Er hat viel Arbeit da reingesteckt und so weiter. Aber bei dem ist halt quasi so, er kann quasi so ein Release auch fast gar nicht genießen halt so. Ja. So, der ist halt so, so aufgeregt. Und das ist aber auch ein wichtiger Punkt, um zu sehen, okay, ist es auch was für dich halt so. Er lernt natürlich damit auch umzugehen und kann das natürlich auch besser abschalten. Ja. So, aber bei ihm ist halt zum Beispiel so, weil wir Bros sind, kann ich das, denke ich, mal auch erzählen, dass ja auch ein wichtiger Prozess ist, weil manche, die gehen unter diesen Druck halt zugrunde, weil die merken so, oh shit, dieser Druck des Releases und wenn jemand was Negatives schreibt oder irgendjemand was nicht gefallen hat, vielleicht mal was nicht geklappt hat, das belastet mich so sehr, dass ich dann nicht schlafen kann und so weiter. Und Ilya zum Beispiel ist schon jemand, der viel hört auf die Community, der sehr, sehr viel an sich ranlässt. Okay. Und ich ihm aber auch sage so, ey, du musst lernen, dass Fehler passieren werden. So. Ja, das gehört dazu. Also es ist sogar wichtig. Ist sogar wichtig. Du kannst ja gar nicht wachsen, wenn du keine Fehler machst. Wie soll das denn funktionieren? Du bleibst doch immer an der gleichen Stelle stehen. Genau. Und das ist halt was definitiv zu diesem Lernprozess in der Brand gehört. Und es ist auch ein gewisses Risiko, was du eingehst, weil ich glaube, es ist wie ein Gym. Wenn du ins Gym gehst und so das kostet nur 10 Euro im Monat. Ja. So, dann tut es dir nicht ganz so weh und dann bist du, ja, ich gehe mal einen Monat und dann so 4 Monate nicht und so weiter. Und wenn du aber dir ins Gym gehst und du tust dir einen Personal Trainer holen. Ja, dann wirst du trainieren. Du bist am Pumpen, der Kohle dann da ist. Du bist ganz anders halt dran. Und ich finde auch, dass wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, wenn du auf jeden Fall auch so ein bisschen einfach so nicht vielleicht all in, aber so, das tut dir weh, ja, ey, dann es muss du einfach dran. Genau, also es muss ja schon um was gehen, wenn du einfach, was weiß ich, 100 Euro in die Hand genommen hast jetzt für ein paar Blanks und die bedruckt hast, was weiß ich, 500 Euro, dann denkst du dir vielleicht, dann ist es nicht mehr so schlimm, aber wenn du sagst, ey, ich habe, keine Ahnung, ein Jahr 3 Jobs gehabt und habe alles da reingesteckt, was ich habe, dann hat das eine ganz andere Priorität. Ne? Genau, und das ist ja im Endeffekt so der Lernprozess halt so, und ich finde, dass heutzutage einfach diese Konkurrenz oder diese Auswahl für den Kunden so groß ist und teilweise leider auch das Produkt nicht so wichtig ist wie die Geschichte oder die Reichweite, die Person halt mitbringt. Deswegen funktionieren zum Beispiel auch so Brands wie Elevate oder AMA Studios, ja, funktionieren krank und dann gehen sold out und die machen übelste Umsätze, wo man jetzt umsatztechnisch oder so... Ist es erfolgreich umsatztechnisch? Von der Fashion-Seite würde man sagen, so okay, ist jetzt vielleicht... Ist schon irgendwie ein Zwischending zwischen einer Marke und Merch. Also ich sehe das jetzt nicht als wirklich Fashion-Brand. Das Produkt ist es im seltensten Fall, dass du sagst, okay, das Produkt ist so dope, dass es quasi ohne diese Reichweite genauso gut funktioniert hätte. Ja, ja, ja. Und wenn man aber diese Reichweite im Endeffekt nicht mit sich bringt, dann kannst du nur das Produkt versuchen, so gut wie es geht aufzuladen, den Weg des Ganzen dann natürlich zu begleiten, dass mehr Leute einfach eine Connection zu dem Ganzen aufbauen und sagen, okay, ich feiere das Produkt, ich habe das entstehen sehen, ich verstehe die Intention, ich habe irgendwie die Story dazu, ist genau mein Vibe, dass du dieses Zielpublikum dir quasi raussuchst, die im Endeffekt dann auf das Produkt quasi dann abgeht und dann kannst du verkaufen. Ja. Also weil einfach nur zu sagen, so, jo, ich kaufe Blanks, Reporter, ich baller dort mein Logo drauf und jo, ich habe eine Brand. Also ich mache irgendein Shooting, das wird halt schwieriger. Und das ist halt, was wir vor allem, glaube ich, auch mitteilen wollten, dass man kann es machen, aber mit höchster Wahrscheinlichkeit wird das nichts.